Danke, herzlich willkommen zu den Keine Wochenshow Tipps. Und heute, meine Damen und Herren, gibt es eine Revolution. Was? Ja. Wieso? Heute? Ja. Hast du ein Buch und ich Musik? Nein! Was? Du hast. Komm, so ist es. Außergewöhnlich ist es auch nicht. Du hast auch schon öfter mal Musik gehabt in den letzten 20 Jahren. Dann erzähl mal, was hast denn. Ja, also ein Buch und Musik heute, nur eben mit vertauschten Rollen. Und was haben wir denn da als Buch? Als Buch haben wir Grimbart von Küpfer und Kober. Das Buch sieht irgendwie aus, als ob es aus den 90ern ist. Nicht ganz. Es ist Kluftingers achter Fall. Es ist rausgekommen 2050, aber ich bin ja noch nicht so richtig auf Kluftinger gekommen. Da gibt es ja selbst eine Verfilmung mit Herbert Knaup mittlerweile. Aber zu dem Fall. Grimbart, um den geht's. Das heißt, es geht um einen Mord, der spielt im Allgäu auf einem Schloss. Und, ist das eine Romanserie? Ist eigentlich eine Krimiserie um den Kommissar Kluftinger. Wichtig dazu zu sagen, er hat keinen Vornamen. Er wird nur Klufti oder Kluftinger genannt. Das ist ja wirklich lustig. Wird explizit nochmal betont in dem Buch. Es ist wirklich ein. Ich nenne wieder mal das Stichwort Schmunzelkrimi. Also den Film konnte ich mir nicht angucken. Also ich glaube nicht zu dem Fall, sondern zum anderen Fall. Da hat Herbert Knopf... Siehst du mich schmunzeln? Ja, ich sehe sowas von Schmunzeln. Das Ganze spielt im Allgäu. Und hier wird das Ganze in Hochdeutsch geschrieben. Den Film, der ist im allgäuischen Dialekt gesprochen. Das ging mir so auf den Sack, dass ich da 10 Minuten abgeschaltet habe. Zu dem Film. Das Buch im Gegensatz ist ein Knaller. Es geht darum, dass halt auf einem Schloss der Baron und die Baronin leben dort. Und die Baronin wird umgebracht und wird dementsprechend auch ganz besonders trapiert. Du grinst echt schön. Der Schmunzelkrimi, entschuldige bitte. Das ist kein Schmunzelkrimi. Jedenfalls wird Kluftinger versuchen, diesen Mordfall zu lösen. Und schafft er das auch? Das darf ich doch nicht sagen, liebe Gemeinde. Aber es ist wirklich gut geschrieben. Es ist wirklich sehr gut geschrieben, vor allem die Lösung nachher ist komplett anders, als was man sich denken wollen würde. Ja, das ist ja oft so. Ja, aber komm, wenn du so Schmunzelkrimi sagst, sind die meistens relativ einfach strukturiert. Hier sind wirklich viele Verwirrungen und Verästelungen da, die man so nicht hervorbekommen würde. Dazu noch natürlich das Privatleben von Kluftinger, was noch interessant ist, weil er nämlich seinen Sohn heiratet und er hat eigentlich auch keine Lust auf die ganzen Gedöns drumherum. Aber dann gibt es noch eine neue Polizeipräsidentin, die ihn auf den Sack geht, aber eine sehr hübsche dazu gesagt. Und dann muss er sich noch anstrengen. Bei der Polizei und seine Kollegen machen sich da schon ein bisschen lustig drüber. An sich ist das wirklich ein echt cooles Buch. Macht Spaß zu lesen. Vom Knauer Verlag sogar. Grimbart, der achte Fall von Kluftinger. Von? Klüpfer und Kuba. Sind zwei Typen, die die geschrieben haben. Ja, dann kommen wir zur Musik. Und ich sage dir, es ist Abend und wir sitzen bei mir. Okay. Das neue Album heißt so von Ann Maikantereit. Okay. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wievielte Album es ist, aber sie haben ja inzwischen schon einige Alben rausgebracht. Und ja, es ist wieder eine neue Sammlung von sehr schönen Songs, die so den Alltag der, ich sag mal, älteren Jugend so ein bisschen darstellt. Also sie sind ja nun auch schon, gehen glaube ich auf die 30 schon zu oder sind schon 30. Und es ist so ein bisschen, also so, wenn man so selber so 44 ist, dann ist ja... Die Broilers singen immer in ihren Songs, ja. Jugendliche wie ab 40. Ja, naja. Ja. Die an, also ja, ja, wie auch immer. Ja, und wie gesagt, es sind so ein bisschen so Alltagssituationen, also zum Beispiel 3 Tage am Meer, wo es so ein bisschen darum geht, endlich mal wieder alles hinter sich zu lassen und mal wirklich zu entspannen und diese Tage endlich mal wieder zu genießen. Es geht ums Verlassenwerden, Du tust mir nie mehr weh, heißt der Song.
Ja, der sagt ja im Grunde alles, also dass man sich quasi so abkapselt, dass, ja, dass man quasi die Gedanken auch hinter sich lässt. Es ist eine Hymne auf die Stadt Köln dabei, Tommy, die, glaube ich, sogar inzwischen in Stadien teilweise gesungen wird. Ich glaube, die haben es sogar beim Karneval gesungen, wobei es eine sehr leise Hymne ist, also eine sehr melancholische Hymne. Deswegen ist es also jetzt so kein so richtiger Kracher-Hymne. Und ich, das ist für mich auch so dieses... Die einzige Kritik an dem Album, ich finde, an Mike Hunterreit waren immer so eine Mischung aus so Kracher-Songs, die auch so ein bisschen abgehen und so Melancholie und sehr ruhig und schön. Und mir fehlt so ein bisschen der Kracher-Moment auf diesem Album. Also, und es sind, manchmal ist es mir zu minimalistisch. Also, dass da nur Klavier und Gesang, da würde ich mir ein bisschen mehr, wie man heute sagen würde, Wumms wünschen. Aber dennoch ein schönes Album wieder geworden. Es ist Abend und wir sitzen bei mir von Annenmay Kantereit. Ja, das war's schon wieder mit den Tipps. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.